So, und ich begrüße euch wieder zu einer neuen spannenden Folge von Daisy Standalone hier. Wir sind hier am Airfield mit dem guten Don Krümel. Hallo. Mit der Kadi Rechbeck. Hallöchen. Und dem Digi-Gamer. Hallo. Und wenn ihr die letzte Folge schon gesehen habt, nein, ich sag's andersherum, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann erkläre ich euch kurz auf. Wir sind hier am kleinen Airfield, rechts oben auf der Karte. Und ja, mehr oder weniger von 3-4 Leuten umzingelt. Pillow hat auch bis vor einer 10, Viertelstunde, halbe Stunde mitgespielt, wurde dann aber kaltblütig getötet. Und wir sind jetzt hier noch ein bisschen unter. Leute? Ja. Ich wollte was sagen, der Typ, der friendly ist, der die Hände nach oben hat, zieht sich gerade wieder an. Okay. Ja, genau, der ist jetzt, da ist eben einer, der anscheinend mit dem Geschehen gar nichts zu tun hat, hier einfach reingeplatzt. Soll ich den mal anschreien? Nein, bloß nicht. Gut. Ich weiß nicht. Also der rennt weg. Der rennt nicht weg. Okay. Der guckt auf den Boden, der bleibt stehen und guckt auf den Boden. Wünsche ich euch mal viel Spaß, ne? Ich bin weg. Okay, mach's gut. Bye, bye. Ja, da rennt noch einer? Haut sie weg für mich. Machen wir, wir rächen dich. Genau. Also hier ist gerade keiner, ich habe gerade einen Schatten gesehen, kann ich definieren, ob das wirklich ein Typ war? Ist die Frage jetzt. Don, auf jeden Fall hat dieser Friendly-Typ hat sich wieder angezogen. Ich umlaufe gerade das. Ich sehe den Friendly-Typen weglaufen. Ja, der hat sich gerade. Der hat seine Sachen. War da gerade ein Schuss? Nee. Okay. Ich umlaufe gerade das Airfield rechts rum und komme von der Seite, wo die Tür ist. Okay. Dann war das wahrscheinlich der Typ, den ich ins Haus rennen sehen habe. Der hat die Leiche gesehen und hat deswegen erstmal gedacht, er packt erstmal alles weg. Er könnte was weglooten, ja, richtig. Ja. Aber der rennt gerade hinten. Aus dem Airfield, ja, der hat gemerkt, dass halt nichts passiert. Der hat wahrscheinlich gedacht, wir sind über alle Berge. Ja, hat auch nicht getraut zu looten, aber der dachte, scheiß drauf, ich hoffe, das ist es nicht wert. Der ist jetzt auch so schnell wieder aus dem Haus raus. Der hat die Leiche gesehen, ist gleich wieder abgehauen. Also der ist jetzt hinten da aus dem Ausgang gleich draußen, wo wir aufs Airfield draufgekommen sind. Ich denke mal, der hat durch die Leiche so einen Schock bekommen, dass er gleich abgehauen ist. Das war es, glaube ich, nicht wert. Das könnte gut sein, ja. Weil der war auch nicht wirklich bewaffnet, der hatte jetzt auch nur ein Basic gehabt. Okay, Don, du kommst also quasi direkt von der anderen Seite. Ich komme jetzt von der anderen Seite, wo die Tür ist. Genau. Um da einfach mal drauf zu schauen. Ihr sagt ja, da steht ein, zwei Leute. Und da rechnet, glaube ich, keiner mit, so richtig mit. Denke ich mal. Also, ich glaube sogar noch mehr, aber wenn die Katja nichts mehr sieht im Moment. Also, die Tür und das Fenster ist zurzeit frei bei mir. Ich weiß natürlich nicht, was dann hinter der Tür abgeht. Schuss. Die Tür geht da nach vorne. Ich weiß nicht, wer dahinter steht, aber ich sehe nichts. War ein Schuss oder was? Ja, aber ich habe ihn aber auch gehört. Da liegt. Ist ja nicht. Nee, es war. Gut. Da liegt was. Ist noch. Sah jetzt komisch aus. Schuss. Schuss? Schuss rechts? Ich gehe mal wieder runter und guck nochmal raus. Ja. Schuss, Schuss. Jetzt kommt aber auch einer vom Airfield, ein Schuss. Aber da ist alles safe auf dem Airfield. Zumindest also ich glaube, ich versuche das großräumig zu umlaufen so ein bisschen, dass man mich nicht gleich sieht. Also ich wage jetzt mal den Vorstoß. Achtung. Nein, Moment, ich bin noch ziemlich weit weg. Warte mal. Nein, ich meine nur mal runter und mal. Ach so, alles klar. Mach mal die Ecke lucken. Genau. Okay. Also die Tür ist frontal frei. Okay. Also das hast du vorhin genau, echt vor der Tür. Also vor der offenen Tür, mit Abstand zwar, aber vor der offenen Tür. Also, als ich vorhin schon mal geluckt habe, habe ich Streifschüsse bekommen. Genau, das habe ich auch. Wo ich so stand. Ist halt im zweiten Haus, nicht im ersten. Im ersten. Also von deiner Position quasi am ganz rechten. Genau. Ah, okay. Ich habe noch keinen Schuss abbekommen, die sieht man nicht. Entweder die sehen mich und haben andere Sorgen oder die sehen die Leiche und hauen gleich ab. Und der andere ist jetzt in der raus, wo wir reingelaufen sind vor uns, ne? Richtig? Ich hätte voll die freaky Idee, aber da müsste Kathi einfach mal einen Lockvogel spielen. Das ist einfach rausrennen und gucken, was passiert. Und wenn sich irgendwas bewegt, wird abgeknallt, wenn Don auf der Position sitzt. Ja, hab ich kein Problem mit. Soll ich euch ein bisschen. Ich leg euch dann einfach meinen Rucksack unten ins Zimmer, ne? Das kannst du nicht. Ich muss auf jeden Fall jetzt mit Vorsicht genießen, weil oben auf dem Tower sitzt keiner. Dann kannst du deinen Rucksack ablegen und wir geben dir den später wieder, wenn du wieder bei uns bist. Ja, kein Problem. Kann man gerne machen. Also ich gucke jetzt gerade um die Ecke und sehe da auch gar keinen. Schuss? Ah, ja, es bin ich. Warte. Ah, lauf doch mal! Was bist denn du für... Siehst du einen, oder? Ah, nein, das kann nicht wahr sein. Tot? Nee, es sind mehrere. Wo? Hier, bei mir.
Alter, nimm die Axt nicht, ne? Glaubst du es? Wo bist du genau? Oder kannst du nicht schießen? Ah, ich bin, nein, ich, ja, ich bin bewusstlos. Also der eine hat mich angeschossen, die anderen habe ich jetzt zum Bluten gebracht. Er hat die Axt nicht genommen. Von wo? Von ganz, wo ich jetzt herkomme, von links. Also vom Tower her. Hm. Da waren auf jeden Fall noch zwei Leute. Okay, ich wage jetzt einfach mal nach vorne. Ich gehe jetzt einfach nach vorne. Warte. Ah, Mann. Komm. Mit dem auch gestorben. Naja, schade. Ich lege schon mal meinen Rucksack ins Zimmer ab. Du kannst runterkommen, hier ist gerade keiner. Da ist einer neben mir, ja. Ja, ich bin das. Ja. Ich sehe dich halt, ich habe nur gesehen, wie so eine Waffe am Horizont auftaucht. Soll ich mal rausgehen? Nee, lass mal gerade. Also ich sehe noch nix. Ich gehe jetzt mal weiter vor. In Richtung Hangars und Tower. Warte, ich komme mit. Warte, wir kommen ja, mit. Ja. Okay, ich warte hier. Vom Tower gesehen, nicht direkt auf dem Militärfeldplatz, sondern links zu der Straße hinzu, ne? Wo die ganzen Bäume sind. Okay. Bist du hinter mir? Ja. Ich gucke jetzt gerade mal in die Tower-Tür rein. Da ist keiner. Psst. Läufst du? Ja. Auf dem Tower ist keiner. Kannst du einen Tower oben im Blick halten? Ja. Dann gehen wir jetzt langsam in den Tower rein. Kathi, wenn du willst, kannst du den Pillow ausloten. Ja, kann ich machen. Ganz schnell. Und kommst dann gerade mit in den Tower reingerannt. Okay, wir müssen jetzt hier gucken, dass wir jetzt nicht hier in den Hinterhalt reinlaufen, gell? Ja. Okay, das sieht frei aus. Das sieht frei aus. So, ich beschütze die Tür. Kathi, sagst Bescheid, wenn du kommst? Ja, ich sag auf jeden Fall Bescheid. Ich habe auch nochmal die Tür ein bisschen im Blick. Und ansonsten gucke ich gerade. Also ich bin jetzt ganz oben im Tower. Und habe einen guten Rundumblick. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die sind abgezogen, würde ich sagen, wa? Wie gesagt, die waren vorne links am Ausgang. Oder zwei. Den einen habe ich mit der Kugel noch getroffen. Mhm. Und dann noch mit der Axt nochmal. Also er hat auf jeden Fall auch geblutet. Aber er hat zu spät auf die Axt gewechselt. Den stand da mitten frei und da kommt von links von der SKF auf jeden Fall ein Schuss. Und der hat mich dann halt sehr schwummrig gemacht. Ja, das glaube ich. Ärgerlich. Aber was soll's? C'est la vie. So ist das Spiel. Ja. Lieber so gestorben, als wie durchs Glitschen. Ja, definitiv. Also ihr könnt hier in den Tower kommen, hier ist keiner. Ich beschütze noch die Tür. Bis Kathi kommt. Ja, ich komme sofort. Sag Bescheid. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Der Tower ist ja rechts davon, ne? Ja, genau. Gleich das nächste Gebäude. Ich renne los. Was hast du gesagt? Ich renne. Ja. Dittchen, was hast du gesagt? Ich stehe vor der Tür, ich komme rein. Ja, okay, alles klar. Okay. Ich bin unter der Treppe. Okay. Kannst gleich hochlaufen. Okay. Die haben vielleicht auch gedacht, dass wir uns jetzt einfach ausgelockt haben. Ja. Ich muss dann bloß mal vor dabei oder soll ich warten, oder? Bitteschön. Gut, dankeschön. Also ich habe einfach mal nicht gleich den Rucksack geschnappt, ne? Ja. Klar, natürlich. Ja, vom Pillow oder was, meinst du? Ja, ich dachte mir, bevor ich alles umschließe, ja, klar, nee, so.
Da liegt noch ein Weapon Cleaning Kit. Ist eine von euren Weapons nicht pristine? Nee. Beim Tower müsst ihr nur aufpassen, ne? Der ist sehr, sehr buggy, ne? Man kann auch durch die Wände da schießen. Also auch ganz schön Abstand zur Wand halten, auf jeden Fall. Die letzten drei Towers sind wir alle immer gestorben. Oh ja. Also ich sehe hier jetzt gar nichts. Ihr seid noch da? Ja. Gut, okay. Weil schon wieder irgendwas bei mir bei Skype getan hat. Da ich jetzt nichts sehe, würde ich sagen, gehen wir runter an die Tür und machen einen kleinen Sprint zu der Halle hier vor uns. Ja. Ich? Warte, ich komme. Oh, warte. Oh. Ja? Ich will mich irgendwie. So, okay. Ich gehe vor, Kati in der Mitte und Ditti, du die Nachhut, dass ja. Wenigstens vorne und hinten einer mit Waffe ist. Jupp. Yay! Ich bin das Porzellanei. Ja, genau. Quasi. Okay. Los, und wa? Dann los, auf. Aber immer schön geduckt bleiben. Oh. Immer dieses Kackgeräusch, wenn du irgendwo langläufst, ja. Und dann Gronk. Kronk oder ja, das war. Scheiße, das war jetzt keine indirekte Werbung. Nein, dieses Krummeln. Wir können ihn in den Text erwähnen. Yeah! Nein. Adrenalin. Okay, hier ist jetzt keiner drin. Da sind auch nur Schuhe. Ja, ganz toll. Nee, da hinten ist noch eine Wasserflasche. Braucht jemand Wasser? Nee. Nee, aber ich habe auch ein Auge aufs Airfield. Ich sammle trotzdem mal ein. Wie gesagt, die Folgen, die bei mir nicht gezeigt werden, da verlinke ich eure, ne? Ist okay, ne? Alles klar. Bei schwarzem Bildschirm muss ich den Zuschauern nicht wirklich zeigen. Das sieht natürlich geil, ja. Das sieht natürlich geil aus. Links einer, rechts einer und ich in der Mitte komme auf das Tor zu. Sieht sehr grandios aus. Okay, ich würde sagen, auf zum nächsten Hangar. Hier links direkt ist noch einer. Ja. Ja. Da ist, was ist? Ne, ist nur kaputt. Kaputt in der Boden. Da sind auch nur. Ey, was. Also, ich habe noch nie so ein schlechtes Loot-Verhältnis auf einem Airfield gesehen. Da sind nur Schuhe drin. Keine Wasserflasche. Ja, gut, ne? Da ist jetzt noch. Ja, okay. Ist noch ein verlassenes Gebäude, würde ich sagen. Das durchkämmen wir noch. Und wenn da nichts ist, dann beenden wir die Aufnahme. Genau. Klingt gut. Na, warten Sie jetzt alle. Ja. Was wir gemacht haben. Das wäre der Hammer. Ich gehe jetzt mal. Die Ego-Perspektive direkt dann. Okay, hier liegt ganz viel Loot rum. Mach mal die Tür zu hinter mir, ne? Alter. Ja, mach die Tür zu. Aber alles kaputt. Alles kaputt? Ja, sieht man schon. Sieht so grau aus. Ja, stimmt. Sieht schon ziemlich abgeranzt aus. Also haben wir ein oder zwei erwischt. Was haben wir denn hier? Eine Black Jeans, wo noch Taschenlampe und Batterie drin ist. Da hinten hockt einer. Schieß ihn ab. Ich hab keine Muni. Geh weg. Komm hoch. Da hockt einer hinten in der Ecke. Oh. Ich bin. Oh. Warum hab ich denn keine Muni, Alter? Hab ich die ganze Zeit da ohne Muni gestanden? Nicht im Ernst. Oh, da kamen ein paar Stückchen von dem Typen auf die Decke. Tot? Glaub ja. Okay. Warte, ich gebe ihn nochmal.
Ja, weil die gerne auch nochmal aufstehen. Warte, hast du? Hast du? Ich muss nachladen. Ich hab ihn voll leer gekriegt. Puls, has no pulse and it's warm to touch. Okay. Muss unbedingt nachladen. Der hat eine Mosin mit Schuss sogar drin. Ich wechsle jetzt einfach mal auf die Mosin, weil anscheinend. Alter, okay, wir können. Ruined. Ich weiß, ich habe ein bisschen zu doll geballert. Nee, die Mosin und die Dings sind in Ordnung. Ich geh nochmal hier hinten rein, warst du hier hinten drin, ne? Nee. Guck da nochmal, genau. Der hat einen Arcog dabei. Zwei Stück sogar und eine. Und zwei Handfeuerwaffen, also kleine. Aber die sind beide. Habt ihr den jetzt erledigt? Ja, einen habe ich erledigt. Juhu! Einer war da drin. Eins nur für Digi-Gamer. Yay! Also, ich habe jetzt mal Muni und ich richte auf die Tür, ne? Aber ich habe so eine leise Vorahnung. Das gibt's auch. Dass die anderen kommen, sich rechnen werden? Ja, und dass das der eigentlich war, weil der hat sich da hinten in der Ecke so versteckt. Aber tja, wird sich zeigen. Ich glaube, da passiert jetzt nicht mehr viel hier. Oder? Was soll man hier noch liegen? Injection Whale, aber ist badly damaged. Kannst du da noch was gebrauchen, Digi? Nee. Okay. Nee, leider nicht. War noch ein Haus nebendran eigentlich? Nee, hier nicht mehr. Ach, guck mal an, hier liegt ja noch mehr. Hier liegt noch einer von den ganz großen Rucksäcken. Will ihn jemand haben? Kannst du nehmen. Ich hab schon einen großen Rucksack. Also ein ganz großer, noch ein größerer. Wie? Wenn du, hast du einen 35? Ich hab schon einen großen, genau. Ich hab schon 35er. Ach so, okay. Dann. Und ich habe ja alles mitgenommen, was noch ging. Ich habe ja diese. Okay. Ach so, du hast ja den vom Pillow genommen, stimmt. Und ich habe ja die Sense gerettet, das Messer, die Säge, sogar die Maske, die Hose. Ja. Die Defi. So, okay. Ich muss jetzt leider die Gruppe Rote Rucksack verlassen. Ich auch. Nein. Also würde ich mal sagen, verabschieden wir uns alle hier, wa? Genau, würde ich auch sagen. War richtig spannend. Ja, spannende Folgen, wa? Ja. Spannende Folgen, genau. Und ich habe auch mal wieder aufgenommen. Genau, ich habe auch mal wieder Daisy aufgenommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag auch jetzt an dieser Stelle an euch, also Digi und so weiter, hoffen wir, dass das nicht die letzte Session war, mit der wir aufgenommen haben. Oder mit der wir zusammen aufgenommen haben. Nö, hat doch Spaß gemacht, würde ich sagen. Genau. Auch wenn ich jetzt gestorben bin, ich muss sagen, dieses Flankieren draußen, ich muss sagen, es ist nun mal so, ne? Man lebt oder stirbt, ne? Genau. Nächstes Mal bin ich vielleicht direkt tot. Man weiß es nicht. Es war vielleicht manchmal ein bisschen unglücklich, aber insgesamt habt ihr sehr gut doch durchgestanden. mit zwei Verlusten von insgesamt 5 Leuten kann man leben. Kollateralschaden. Ja. Gut, dann. Ja kurz und knapp. Ja, bis zum nächsten Mal, wa? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eingehauen. Tschüss.